Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal eine Skizze zum Thema figürliches Zeichnen, Aktzeichnen und das Ganze relativ schnell mit einem Kugelschreiber skizziert. Und hier auch nochmal ganz kurz der Hinweis zu unserem aktuellen Buch ab jetzt zu bestellen und mehr dazu natürlich auf unseren Seiten und hier geht's auch schon los. Wir machen das Ganze mit einem roten Kugelschreiber, das ist so eine Art Fineliner, ein Kugelschreiber kombiniert, skizzieren leicht die Umrisse vor. Das ist natürlich auch wichtig, dass ihr da die Grundlagen des figürlichen Zeichnen ein bisschen beherrscht. Und wichtig ist uns hierbei zu zeigen, dass man mit einem ganz lockeren Strich eine trotzdem sehr ansprechende Zeichnung hinbekommt, ohne überall ins Detail zu gehen, ganz detailliert alles zeichnen zu müssen. Den Stift halten wir auch weiter von oben, ihr seht es ja, also nicht ganz weit unten wie beim Schreiben. So, das Ganze wie gesagt oben im Stift festhalten, ganz leicht skizzieren und die groben Umrisse der sitzenden Frau sind damit schon mal vorskizziert und jetzt kann man ins Detail gehen. Das Detail bekommt natürlich so ein bisschen so die Form des Körpers, der Muskulatur, das wird noch ein bisschen detaillierter angesetzt und wie man sieht, da muss auf der Stift einfach ein bisschen mehr Halt haben, dementsprechend greifen wir ihn weiter unten, wie beim Schreiben, bei einem Kugelschreiber, somit haben wir den einfach besser im Griff. So und jetzt werden die entsprechenden Körperteile leicht ausgearbeitet, aber trotzdem noch mit einem lockeren Strich. Hier auch. Und dann werden wir noch einige experimentelle Farben nochmal einsetzen, einfach um die Schattierung nochmal ein bisschen Licht und Schatten ins Bild zu setzen. Aber hier noch einmal die kleinen Details. Also einige haben von euch gefragt, was ist eigentlich schwieriger zu zeichnen, einen weiblichen oder einen männlichen Akt. Tatsächlich, Frauen sind einfacher zu zeichnen. Es ist einfach so, also das ist vielleicht liegt es an der Muskulatur oder eine nicht vorhandene Muskulatur an manchen Körperteilen. Das ist aber der Punkt, es ist wirklich einfacher, eine weibliche Figur zu zeichnen als eine männliche. Wir werden euch jetzt in den nächsten Wochen da einige Beispiele noch zu zeigen, worauf ihr dann zu achten habt. Und wichtig dabei natürlich, dass ihr alles immer beachtet. So werden Schritt für Schritt einzelne Striche ein bisschen detaillierter skizziert. Und wir kommen der Gesamtfigur, dem Gesamtergebnis schon etwas näher. Bei den Füßen ist es natürlich auch wichtig, dass vielleicht nicht zu viele Details dargestellt werden, weil es geht jetzt nicht darum, um eine Skizze der Füße, sondern im Groben noch zu zeigen, wie der Fuß angewinkelt bei der sitzenden Person liegt. Und hier, wie angekündigt, einfach ein bisschen Farbe mehr, um leichte Schattierung anzudeuten. Ganz leicht mit dem Marker überall da, wo Schatten ist. Also da hilft es auch sehr gut, immer zu beobachten. Guckt euch Fotos an oder guckt euch Personen an, die vor euch sitzen. Wie sieht das aus? Woher kommt das Licht? Wo ist dann Schatten? Und wenn man das zusammennimmt und dann ins Bild projiziert, dann ist die Tiefe der Zeichnung sehr schnell erreicht. Hier auch. Nicht zu viel, sonst wird es dann wieder nur mit Schatten versehen. Also achtet, dass ihr das sehr ausgewogen macht. Und das Ganze ein bisschen freier, wie die ganze Skizze jetzt ist. Und fertig wäre das Ergebnis hier nochmal. Und da einen letzten Strich. Und das war's. So sieht's aus. Wirklich eine ganz, ganz schnelle Skizze. In einer Figur sitzender Akt.
Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns auf eure lieben Kommentare. Bis zum nächsten Video. Alles Liebe und mehr dazu auf unseren Seiten akademiehohe.de.